darf Sie euch alle herzlich begrüßen zum zweiten Webinar meiner dreiteiligen Serie. Am 24.01. haben wir uns schon mal getroffen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen mit dabei war. Da ging es ums Thema Freistellen und heute haben wir das Thema Photoshop und 3D so ein bisschen auf dem Plan stehen. Die Firma X-Rite, in dem Namen ich euch auch recht herzlich noch begrüßen darf, ist Veranstalter dieses Webinars und ja, ich selber, wer jetzt beim letzten Mal noch nicht mit dabei war oder meine anderen Webinare von X-Rite noch nicht gesehen hat, mein Name ist Andreas Moos. Ich bin im ersten Leben gelernter Industrie- und Werbefotograf, bin dann aber in 2005 in den 3D-Bereich, ja, mehr oder weniger gewechselt, wo ich selber 3D-Visualisierung als Dienstleistung anbiete. Das ist die eine Hälfte meiner Arbeit und die andere Hälfte meiner Arbeit ist, dass ich anderen Leuten beibringe, wie es geht. Da habe ich unterschiedlichste Programme im Einsatz. Photoshop ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil davon, weil ein gerendertes Bild natürlich auch immer noch mit Photoshop bearbeitet wird. Wer mit Photoshop und 3D noch nicht wirklich was gemacht hat, der wird heute so ein bisschen den Einstieg bekommen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wird vielleicht feststellen, dass wenn man tatsächlich größere Sachen mit 3D machen will, dass man an einem anderen Programm nicht vorbeikommt. Das könnte zum Beispiel Maxon Cinema 4D sein, das könnten andere Programme sein. Ich selber bin zertifizierter Trainer für Photoshop, zertifizierter Trainer für Maxon Cinema 4D im Bereich der 3D-Konstruktion für Rhino. Und ich bin auch freier Mitarbeiter bei der Firma X-Rite, weshalb ich heute auch hier bin, sodass das Thema Color Management in allem, was ich tue und anderen Leuten beibringe und erzähle, eigentlich immer auch ein zentrales Thema ist. Und so soll das heute im Prinzip auch sein, dass alles, was wir auf dem Bildschirm sehen, bitteschön auch ja, verbindlich ist. Und deshalb vorweggeschickt, kalibriert euren Bildschirm und ihr werdet weniger Probleme haben. Denn das, was ich auf meinem Bildschirm sehe, soll hinten rauskommen. Und nur wenn ich meinen Bildschirm kalibriere, geht das. Wenn ich das nicht tue, ist alles, was ich mache, Glück oder Rätselraten. Da gibt es unterschiedliche Geräte von der Firma X-Rite. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen, denn das ist heute nicht das Thema. Ihr könnt im Chat ein paar Fragen posten. Da habt ihr in eurem GoToMeeting-Fenster die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Während des Webinars selber kann ich das jetzt nicht verfolgen. Ich werde dann die offenen Fragen, die dort gepostet werden, aufgreifen und im Nachgang auf meiner Webseite posten. Und dann wird auch jeder von euch dann nochmal irgendwie einen Link zugeschickt bekommen, wo man das dann einsehen kann. Wenn also Fragen sind, bitte im Chat einfach reinschreiben. Und ich werde mich dieser Fragen dann im Nachgang annehmen und jeder kann dann die Antworten bekommen. Gut, wenn wir Photoshop mal aufmachen, also ich zeige heute Photoshop CC, also die Creative Cloud, die aktuelle Version. Ein Großteil von dem geht auch schon früher, denn Photoshop hat nicht erst seit der Photoshop CC die 3D-Funktionalität bekommen, die gibt es schon länger. Sie ist aber mit der CC nochmal um einiges bedienerfreundlicher und umfangreicher geworden. Heute können wir auf gar keinen Fall alle 3D-Funktionalitäten von Photoshop erkennen und abhandeln. Das kann also nur ein kleiner Einstieg sein, denn eine Stunde ist knapp bemessen. Für die Arbeit in 3D gibt es vorab in Photoshop zwei, drei Sachen, die man einstellen sollte. Zum einen ist das der Arbeitsbereich. Da gibt es einen eigenen für die Arbeit mit 3D-Objekten. Und wenn man in den Voreinstellungen von Photoshop sich befindet, gibt es zum einen Moment, hier unten haben wir den 3D-Bereich, da müssen wir auf jeden Fall reingucken. Da kann man hier verfügbaren RAM für die 3D-Darstellung festlegen. Und wir haben, das ist ganz wichtig, hier an dieser Stelle Leistung. Den Grafikprozessor, der auf unserer Grafikkarte drauf ist, den sollte man auf jeden Fall verwenden, denn das beschleunigt die Darstellung von 3D-Objekten immens. Ich habe jetzt hier keine so ganz kleine, das ist eine Nvidia Quadro 4000. Wenn ihr in dem Bereich seid, könnt ihr sehen, was ob eure Grafikkarte OpenGL-fähig ist oder nicht. Das sollte man auf jeden Fall einschalten.
wer diese Funktionalität nicht hat, ich glaube, der braucht auch mit Photoshop und 3D gar nicht erst groß loslegen. Okay. Wie komme ich in Photoshop an ein 3D-Objekt? Ich mache einfach mal ein neues leeres Dokument auf und es gibt mehrere Möglichkeiten, Objekte als 3D-Objekt in Photoshop anzulegen. Als erstes, wenn wir hier unseren 3D-Arbeitsbereich gewählt haben, sehen wir hier unten, dass neben unserer Ebenenpalette auch hier noch eine 3D-Palette auftaucht. Ich maximiere die hier mal. So. Und da sehen wir auch schon, dass wir jetzt hier sagen können, wir können neue 3D-Objekte erzeugen. Und zwar, ich mache die Ebenenpalette nochmal an, aus einer ausgewählten Ebene. Unsere ausgewählte Ebene ist die Hintergrundebene. Und was wollen wir da machen? Ich fange mal an, dass wir hier ganz einfach eine vorgefertigte Form nehmen. Nehmen wir doch einfach mal eine Kugel. Wo haben wir sie? Ja. Und sage erstellen. Ja. Und jetzt sehen wir, dass sich unser Bildschirm ja ein bisschen verändert hat. Wir haben in der Mitte eine Kugel. Das hier ist tatsächlich ein dreidimensionales Objekt, was man auswählen kann. Und wer vielleicht in der früheren Version sich mit 3D schon mal beschäftigt hat, der wusste, dass es hier separate Werkzeuge gab für die 3D-Bearbeitung. Das ist hier jetzt ein bisschen anders, denn die sind an den oberen Bildschirmrand gewandert. Und je nachdem, ob ich mein Objekt ausgewählt habe oder meine gesamte Szene, kann ich entweder meine gesamte Kamera bewegen. Das würde ungefähr so aussehen. Hier nehme ich also jetzt quasi meine Kamera und gehe um das Objekt herum. Das ist die eine Möglichkeit. Dann kann ich natürlich auch rein und raus zoomen, beziehungsweise weiter weggehen und weiter rankommen. Kann das also auch da nochmal verschieben. Das heißt, ich nehme jetzt nur mein Stativ und gehe nach rechts oder links oder rauf oder weiter weg oder weiter ran. Und dann können wir natürlich auch noch, hier oben sehen wir es, einen Kamerazoom vornehmen. Das heißt, da bleibt die Kamera stehen, wo sie ist. Und ich drehe einfach an meinem Zoom-Objektiv und hole mein Objekt näher ran oder weiter weg. Wenn mein Objekt gewählt ist, dann kann man ein Objekt, das sehen wir hier an diesen kleinen Anfassern, zum Beispiel verschieben, rauf, runter. Das sind die kleinen Anfasser. Ich kann mein Objekt drehen, da muss man hier so ein bisschen genau Zielwasser trinken. Hier sehen wir diesen mittleren Anfasser, dass wir hiermit eine Kugel drehen können. Wobei, jetzt sehen wir nicht wirklich, dass sie sich dreht, weil wenn ich eine Kugel drehe, sieht sie immer noch genauso aus. Ich kann sie aber zum Beispiel auch skalieren und zum Ei machen. Das hier ist im Moment eine eindimensionale Skalierung, also in eine Richtung. Ich kann dieses aber auch, wenn ich den mittleren Anfasser nehme, in drei Perspektiven gleichzeitig skalieren, also ohne, dass sich die Proportionen verändern. Und wenn ich jetzt das Ei nehme und das Ei drehe, dann sehen wir auch tatsächlich, dass sich da etwas drehen lässt. Und das Ganze geht natürlich in drei Achsen. Da haben wir da noch eine Achse und wir haben da noch eine Achse. Also die drei Anfasser jeweils in drei Richtungen. Der oberste verschieben, der rotieren und der skalieren in eine Richtung skalieren. Wenn ich den mittleren Anfasser nehme, steht auch da im Cursor Tooltip einheitlich skalieren, dann können wir das Ganze so skalieren. Was sehen wir außer unserem Objekt noch? Ich rotiere das hier nochmal ein bisschen. Wir sehen hier so ein komisches Millimeterpapier und das ist unser Grundlinienraster, nenne ich es mal, was im Prinzip den die gesamte Ebene, auf der mein Objekt steht, beschreibt. Das ist eine platte Fläche, stellt euch vor wie ein großes Blatt Papier und auf dem steht jetzt hier mein Ei. Und wenn ich das Ei ein bisschen rauf und runter bewege, sehen wir, dass wir noch was sehen, nämlich hier, das ist der Schatten, den das Objekt wirft. Wie kann ich jetzt dafür Sorge tragen, dass ein Objekt, was ich in Photoshop erzeugt habe oder auch importiert habe, tatsächlich auf dem Boden sitzt? Dann kommen wir mal hier oben an dieses andere Fenster. Hier oben ist nämlich noch eins. Dieses Fensterchen zeigt uns eine andere Ansicht von
unserer 3D-Szene, nämlich die sogenannte orthogonale Ansicht. In diesem Fall genau von oben. Ich kann aber zum Beispiel auch direkt von vorne auf das Objekt gucken. Und da sehen wir, dass, wenn ich das Objekt rauf und runter schiebe, sich das nach oben und unten bewegt. Also hier kann ich eine zusätzliche Ansicht nochmal festlegen. Wenn ich von rechts drauf gucken will oder von oben oder von unten, kann ich das gerne machen. Wofür ist das sinnvoll? Nun, wenn man mehrere Objekte zum Beispiel hat und sicherstellen will, dass sie, wenn sie hintereinander liegen, sich nicht überschneiden, kann man hier in der Ansicht von oben sowas ganz gut korrigieren. Aber jetzt wäre es ja ziemlich mühselig, hier rumzufuckeln und zu versuchen, das Objekt tatsächlich bis auf den Boden zu setzen. Da gibt es natürlich eine Lösung. Da können wir sagen, wir gehen in unsere 3D-Palette, wählen die Kugel aus und sagen dann im Dropdown-Menü Objekt auf Grundebene verschieben. Das ist hier oben in der 3D-Palette. Hier oben gibt es ein kleines Flyout-Menü und da kann ich sagen auf Grundebene verschieben. Wenn ich jetzt klicke, aufpassen, was mit dem Objekt passiert. Bup. Das sitzt jetzt tatsächlich auf dem Boden genau drauf. Es gibt also einen direkten Kontaktschatten und damit haben wir sichergestellt, dass das Objekt, was ich gemacht habe, auch auf dem Boden drauf sitzt. Jetzt gibt es viele Objekte, die man auf diesem Weg erstellen kann. Ein paar davon haben wir gerade gesehen. Wir können auch hier nochmal sagen, was sind das für welche? Da haben wir einen Kegel, da haben wir einen Würfel, einen Zylinder, einen Donut, einen Hut, eine Pyramide, einen Ring, eine Kugel, eine Weinflasche. Ja. Das ist jetzt natürlich für einen, der sagt, boah, 3D, ole, ole, das will ich unbedingt machen, sind diese Vorgaben natürlich ja relativ gering. Und jetzt aus den Vorgaben wie einem Zylinder und einem Würfel irgendwie ein Auto zu bauen oder ein Haus ist ja ziemlich mühselig. Deshalb kann man natürlich eine neue 3D-Ebene erzeugen und zwar aus einer 3D-Datei. Die Frage ist, wo kriege ich diese 3D-Datei her? Entweder ich habe sie von einem meiner Kunden geschickt bekommen oder ich habe sie in einem anderen Programm selber erstellt. Was für ein Programm könnte das zum Beispiel sein? Gut, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Da wäre sicherlich Cinema 4D ein interessantes Tool. Das ist das Programm, was wir hier jetzt gerade sehen. Da hat man auch parametrische Grundkörper. Da kann man dann alles Mögliche modellieren. Das soll jetzt nicht der Inhalt dieser Schulung sein oder dieses Webinars sein. Damit kann man komplexe Objekte modellieren und dann in einem bestimmten Dateiformat exportieren, damit ich das in Photoshop wieder importieren kann. Was für Dateiformate sind das? Ich schreibe das hier mal eben kurz auf, um drei Stück zu nennen. Da haben wir, ups, das ist ein bisschen groß, machen wir es ein bisschen kleiner. Da haben wir zum einen das DAE-Format, also .DAE. Das ist das sogenannte Collada-Format. Hat die Endung .DAE. Ja. Dann gibt es ein weiteres, was man importieren kann. Das ist das Wavefront-Format. Und das hat das Kürzel .OBJ. Und dann gibt es das Kürzel .3DS. Und das ist von 3D Studio Max. Gut, das wären so die drei Formate, die ich jetzt hier mal nennen will. Und mit jedem gängigen 3D-Programm kann man diese drei eigentlich exportieren. Alle sind sogenannte polygonbasierte Formate. Das heißt, ihr könnt nicht hergehen und eine IGES- oder STEP-Datei zum Beispiel importieren, die ihr von einem CAD-Konstrukteur meistens bekommt. Das sind reine mathematische Dateien, die Oberflächen auch mathematisch beschreiben und eben nicht sich zusammensetzen aus solchen kleinen Polygonen. Wenn wir hier mal genau hingucken, sehen wir hier ganz viele Dreiecke bzw. Vierecke, die die gesamte Fläche beschreiben, sodass man hier an den Kanten zum Teil das Ganze so ein bisschen eckig bekommt. Man müsste das dann etwas feiner unterteilen. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Dann hat man ein paar mehr Polygone und damit hat man auch eine feinere Oberfläche. Je mehr von diesen Polygonen ich habe, umso größer wird die Datei und umso länger dauert mitunter auch das Rendern und das Darstellen auf dem Bildschirm. Hat dann auch eine höhere Anforderung an die Grafikkarte. Weil je mehr von diesen kleinen Dingern ihr habt, umso mehr muss die Grafikkarte natürlich arbeiten. Gut, das wären also die Dateiformate, die ihr importieren könnt. Jetzt ist das, was wir hier gerade sehen, nicht wirklich spannend. Deshalb würde ich mal gucken, dass wir ein weiteres
eine weitere Datei aufmachen und sagen, komm, wir sind hier heute für die Firma X-Rite unterwegs, deshalb holen wir uns hier doch mal unser X-Rite-Logo in Photoshop, machen es ein bisschen größer. So vielleicht. Okay. Und jetzt hätte ich gerne dieses Logo als 3D-Objekt. Auch das ist möglich. Wir können hingehen und sagen, mach eine 3D-Extrusion aus einer ausgewählten Ebene. Und die ausgewählte Ebene, sehen wir hier unten, ist mein platziertes Vektor-Logo der Firma X-Rite. Wenn ich jetzt also hergehe und diesen Befehl aufrufe, neue Extrusion ausgewählter Ebene, dann passiert das hier, er rechnet einen kleinen Moment und siehe da, ich kriege wieder meinen 3D-Raum angezeigt und kann jetzt hier mich bewegen. Habe hier oben das Bewegen-Werkzeug gewählt. In diesem Fall wird nicht das Objekt gedreht, sondern die Kamera. Und jetzt können wir ein bisschen hingehen und natürlich diese Extrusion noch ein bisschen anpassen. Denn was hier ganz bestimmt nicht so wirklich schön ist, ist natürlich die Tiefe und dass hier vorne so Kanten so komisch scharfkantig werden. Das wäre doch schicker, wenn das ein bisschen abgerundet wäre und man dann da auch einen Lichtreflex drauf sehen könnte. Gut, wie können wir vorgehen? Wir sind hier in unserem 3D-Menü und gehen mal auf das Objekt selber drauf und sehen schon, hier oben gibt es jetzt alles zum Thema Extrusion. Zum einen die Extrusionstiefe zum Beispiel. Ich setze mal hier nur auf 1 cm und siehe da, jetzt kommt das doch schon so langsam hin, dass man sagt, ja, das könnte doch ganz schick sein. Also eine Extrusion erstellt und jetzt wählen wir uns doch hier mal so eine ganz abgefahrene Perspektive vielleicht. Gehen wir so ein bisschen tiefer, so fast bis auf den Boden. Jetzt sitze ich also, knieten wir quasi mit der Kamera unter dem X-Rite-Logo und gehen vielleicht auch noch ein bisschen näher ran. Und was ich vielleicht auch cool fände, wäre, wenn ich einen Weitwinkel hätte. Und natürlich kann ich die Einheiten meiner Kamera, wie ich es auch an meinem Objektiv kenne, hier oben, wenn ich im Kamera-Bearbeiten-Modus bin, hier die Möglichkeit zu sagen, ich nehme ein ganz extremes Weitwinkel. Nehmen wir vielleicht mal so ein 24er. So. Dann muss ich mich jetzt natürlich wieder ein bisschen näher ran bewegen. So. Und ihr seht schon, die Perspektive wird jetzt um ein Vielfaches krasser. Gehen wir ein bisschen tiefer. Wird jetzt also langsam so richtig dynamisch hier. Okay. Dann waren wir gerade dabei, die Extrusion noch ein bisschen zu bearbeiten, denn zum einen die Tiefe können wir bearbeiten, aber wir haben auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gerne die Kanten, die hier vorne so komisch scharfkantig sind, hier immer da, wo vorher der Pfad war, da hätte ich ganz gerne eine leichte Abrundung. Und da gibt es hier die Möglichkeit in der Formatvorgabe zu sagen, jawohl, ich hätte gerne aus diesen Vorgaben zum Beispiel mal hier, bleiben wir einen Moment überstehen, abgeflachte Kante mit Kontur. Was haben wir da? Rahmen mit abgeflachter Kante, nur eine abgeflachte Kante. Nehmen wir mal eine abgeflachte Kante. Uiuiui, jetzt sehen wir hier vorne, dass das Ganze so eine Art Phase bekommt. Nehmen wir mal den hier. Ah, da wird es ein bisschen rund, das gefällt mir besser. Jetzt können wir hier nochmal die Extrusionstiefe verändern. So, das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Aber vielleicht ist mir die Abrundung zu groß. Da können wir dann hier oben in dem Menü sagen, jawohl, wir sagen nicht nur generell, welche Art der Extrusion wir haben wollen, sondern können hier die abgeflachte Kante jetzt auch noch ein bisschen bearbeiten. Und ich möchte nur so eine ganz, ganz kleine abgeflachte Kante haben. Die sehen wir gleich hier, da wo die Buchstaben die Kanten haben. So eine ganz leichte Extrusion. Und das Ganze ein ganz klein bisschen abrunden. Okay. Jetzt sehen wir, dass hier auf den Kanten sich nachher ein bisschen Licht brechen kann. Okay. Jetzt ist das ja noch nicht so wirklich groß spannend, denn wo kommt mein Licht überhaupt her? Wollen wir mal gucken, was wir denn hier für Lichtquellen in meiner Szene drin haben. Da können wir hier in unserer 3D-Palette, haben wir hier vorne einmal alles, was in der Szene drin liegt. Hier unser Objekt und darüber haben wir eins, das heißt gerichtetes Licht. Aha, da habe ich also eine Lichtquelle, wie bei mir im Studio. Und könnt jetzt hergehen und sagen, ah, ich will mal vielleicht was ganz abgefahren, dynamisches haben. Und zwar vielleicht drehen wir mal das Licht und sagen, komm du doch mal von hinten. Damit wir vielleicht einen dynamischen Schattenwurf so aus
dem Nichts heraus nach vorne hier so auf den Fußboden drauf kriegen. Das könnte doch vielleicht ganz schick aussehen. Sagen wir mal ungefähr so. Dann hätten wir unser Licht schon mal platziert. Jetzt kommt vielleicht die große Frage, ja, warum sieht das denn alles noch so komisch aus? Weil 3D ist das ja noch nicht wirklich. Das ist zwar 3D, aber sieht irgendwie komisch aus. Ja, sieht komisch aus, weil das hier jetzt erstmal nur eine Bildschirmdarstellung ist. Es gibt hier die Möglichkeit zu sagen, render doch mal das Bild. Rendern, das ist irgendwie so ein ganz großes, kompliziertes Wort, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn wir diesen Befehl nämlich aufrufen, dann sieht man jetzt, dass sich die Darstellung auf dem Bildschirm hier so ein bisschen verändert. Und wir sehen hier unten auch gleich so einen Fortschrittsbalken und so komisch kleine blaue Linien, die hier rumwandern. Und jetzt versucht er tatsächlich, das Licht mit den Materialeigenschaften in Einklang zu bringen und auch einen Schatten hier vernünftig zu rendern. Also tatsächlich eine hohe Qualitätsstufe zu errechnen. Und das würde jetzt hier noch ein bisschen dauern. Ich berechne das hier an der Stelle mal ab, denn wir haben ja hier noch dieses blöde Transparenzraster. Und ich will das ja nicht auf Transparenz sehen, sondern mein Rendering soll ja auch einen Untergrund haben. Ich nehme mal hier und meine Hintergrundebene wieder und sage, komm, nur weiß ist auch doof. Ich mache da vielleicht auf die Hintergrundebene einen Verlauf. Ungefähr so. Könnte vielleicht auch noch ein bisschen dunkler sein, indem ich das hier vielleicht noch weiter runterziehe. So vielleicht. Und vielleicht wäre auch ein noch stärkeres Panorama schick. Ich kann also im Nachhinein auch hier nochmal das Dateiformat verändern. Muss dann hier nur einmal neu den Hintergrund aufziehen. Ungefähr so. Und dann könnte ich jetzt nämlich auch noch hergehen und sagen, ich hätte gerne das Ganze wieder ein bisschen näher rangezogen. So. Können wir hier noch ein bisschen, ne, können wir, ja, können wir, ein bisschen näher ran. So, dann wird das noch ein bisschen dramatischer. Okay, jetzt haben wir gesehen, wir haben ja auch eine Lichtquelle in unserer Szene drin. Ja, ein gerichtetes Licht, aber hier unten die Schatten, die sind mir noch viel zu hart. Ich hätte gern so einen richtig schönen weichen Schatten. Und da gibt es natürlich auch einen Regler für, wenn wir hier auf unser gerichtetes Licht in unserer 3D-Palette gehen, nicht auf das Objekt, sondern auf das Licht, können wir zum einen hier wieder die Position verändern. Vielleicht ein bisschen noch an die Seite schieben, damit wir hier an den Kanten auch noch so ein bisschen Licht mit drauf kriegen. Vielleicht sowas hier. Und da kann ich sagen, mach doch die Schatten bitte weich. Und hier in der Voransicht können wir schon so ein bisschen erkennen, was da passiert. Das wird tatsächlich ein weich gezeichneter Schatten. Und der ist insofern physikalisch korrekt, dass er weicher wird, je weiter er sich vom Objekt entfernt. Wenn wir mal hier den Renderknopf nochmal drüben, da gibt es eine Tastenkürzel, Steuerung, Alt, Shift und R, dann sehen wir, dass hier vorne, wo der Schatten relativ nah noch am Objekt ist, ziemlich hart ist. Und je weiter er weggeht, umso weicher wird er. Und das ist schon mal eine Möglichkeit, ein 3D-Objekt zu erzeugen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Materialeigenschaft. Denn die kann man natürlich auch im Nachhinein bearbeiten. Dafür müssen wir hier in unsere 3D-Palette gehen und dann sehen wir, dass hier Materialien vergeben wurden. Und diese Materialien sind für jede dieser einzelnen Flächen eigene Materialien. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und zum Beispiel sagen, für alle hier hätte ich ganz gerne, dass das vielleicht ein bisschen spiegelt. So, mache ich mal so. Und jetzt sehen wir, dass hier auf diesen komischen, dass hier so komische Flecken ins Bild kommen. Woran liegt das? Woher sind die? Da gibt es in unserer eigentlichen Umgebung, also quasi der Riesenkugel, die diese gesamte Szene umgibt, ein Bild, was da drin liegt. Wenn wir also hier auf unsere Umgebung mal draufklicken, sehen wir, dass sich hier ein Bild befindet. Dieses Bild können wir uns mal angucken. Ja, da sehen wir, das ist eine graue Fläche und da sind viele kleine weiße Punkte drin. Und das nennt sich HDR, High Dynamic Range. Das habt ihr vielleicht in der Fotografie auch schon mal gehört.
dass sie aus vielen Belichtungen eine zusammengebaut hat, die dann so einen riesen Dynamikumfang hat und so. Und so ähnlich könnt ihr euch das hier auch vorstellen. Man kann ein solches HDR-Bild benutzen, um eine 3D-Szene zu beleuchten. Damit das funktioniert, müssen wir in unserer Umgebungsszene hier ein Bild platziert haben und den Button IBL für Image-Based Lighting aktiviert haben. Dann könnt ihr euch das so vorstellen, dass dieses Bild Licht in die Szene emittiert und für Helligkeit sorgt. Darüber hinaus aber auch noch in den Spiegelungen angezeigt wird. Wenn wir jetzt da ganz viele kleine Punkte haben, ich kann dieses, dieses IBL, kann man auch drehen, dass man sagt, komm, ich möchte die Position davon gerne verändern. Und dann sehen wir im Hintergrund, wie sich die kleinen Punkte bewegen. Da hinten kommt der nächste Punkt, da hinten kommt wieder ein Punkt. Und je nachdem, wo ich das hindrehe, sehe ich jetzt auf meinem Logo, dass sich etwas spiegelt. Und die Spiegelung, die wir hier in dem R und dem I sehen, ist nicht dieser kleine Fleck hier hinten, sondern einer, der sich, wenn wir jetzt ja Betrachter wären, im Rücken rechts von uns befindet. Wenn wir uns die Datei nochmal angucken, sehen wir ja, dass da ganz viele kleine Punkte sind. Die hier liegen mehr oberhalb, sind so eine Art Dropdown-Lichter vielleicht. Und das hier könnte so eine Art Flächenlichtquelle sein, die vielleicht im Fotostudio irgendwo steht. Und das ist jetzt nur eins der möglichen HDR-Bilder, die man dort platzieren kann. Photoshop hat ein paar Presets dafür. Da kann man aber auch jedes beliebige andere HDR platzieren. Das kann eins sein, das wir selbst gemacht haben. Das kann zum Beispiel eins sein, was man gekauft hat. Ich habe mal hier ein HDR mitgebracht. Ja, HDRilocations.com ist ein Anbieter, wo man HDRs auch kaufen kann. Und das hier ist jetzt eine solche HDR-Datei von einer Art Sonnenuntergang. Vielleicht kommen wir dazu, dass wir die gleich nochmal einsetzen und gucken, was macht denn dann dieses HDR mit meiner Szene. Okay, lassen wir das erstmal dabei. Denn eine Sache haben wir uns jetzt noch nicht angeguckt. Und zwar die Möglichkeit, dass meine Kamera auch die Möglichkeit hat, Unschärfe zu produzieren. Wir kennen ja, dass wenn wir die Blende aufmachen und auf eine bestimmte Stelle fokussiert haben, dass wir dann so eine Unschärfe kriegen. Und je größer die Blendenzahl, umso kleiner die Öffnung im Objektiv und umso größer ist die Schärfentiefe. So, das gleiche, so etwas Ähnliches können wir hier auch machen. Ich drehe dafür nochmal ein bisschen die Szene, dass das vielleicht noch ein bisschen drastischer wird. Zoome noch ein Stück weiter rein, ungefähr sowas hier. Drehe noch ein kleines Stück zurück. So, und kann jetzt sagen, ich hätte ganz gerne eine Unschärfe im Bild. Ich übertreibe das jetzt mal, denn wir müssen auch irgendwo rausfinden, wo ist denn unser Fokuspunkt. Das tun wir hier mit dem Abstand und wenn ich den weiter zu mir ziehe, sehen wir, wie sich der Fokuspunkt verschiebt. Ich setze das jetzt mal hier vielleicht auf das X. So ungefähr, das X wäre jetzt ungefähr scharf. Und jetzt mache ich diese Unscharf-Geschichte nicht ganz so stark, sondern vielleicht nur so. In dieser Voransicht sieht das alles jetzt nicht wirklich schön aus. Die hohe Auflösung wird erst erzeugt, wenn ich sage, rendern. Also können wir hingehen und sagen, 3D, rendern. So, wenn wir das jetzt machen, dauert das einen kleinen Moment. Und jetzt sehen wir schon, ah, jetzt wird das Ganze insofern ein bisschen schicker, dass ich jetzt tatsächlich hier meine Spiegelung auf dem Objekt sehen kann. Das war das HDR, was diese Szene umgab. Das spiegelt sich. Hier dieses kleine hier, was wir hier, diesen kleinen schwarzen Balken sehen, das ist die Spiegelung von dem Bindestrich, der sich hier einspiegelt. Und hier unten sehen wir sogar, dass sich in diesem unteren Teil der Schatten des Fußbodens im Objekt einspiegelt. So, das dauert, würde jetzt dauern, bis das eine Qualitätsstufe erreicht hat, die wir eingestellt haben, dass wir hier unten sehen, okay, der wird jetzt noch 7 Minuten brauchen, um das Bild in der Auflösung schick zu machen. Die 7 Minuten warten wir jetzt nicht, denn das wäre ja einfach nur zugucken, wie sich langsam aber sicher hier ein schönes Bild aufbaut. Die Geschwindigkeit, in der ein solches Bild erzeugt wird, hängt maßgeblich von eurem Prozessor ab, den ihr einsetzt. Je schneller der ist, umso schneller ist das Bild fertig. Hier kommen jetzt gerade zwei Intel Xeon-Prozessoren zum Einsatz. Die sind nicht die aktuellsten.
Ich glaube, die sind irgendwie 2 Jahre alt oder 3 Jahre. Mittlerweile die aktuellen i7-Prozessoren, die sind auch ziemlich fix und könnten etwas in ähnlicher Geschwindigkeit sicherlich auch hinbekommen. Okay, ich breche das hier an der Stelle mal ab, denn das wäre jetzt hier bezüglich des Logos erst einmal gewesen, was ich zeigen wollte. Das Gleiche könnt ihr natürlich, ich mache da mal noch eine Datei auf, mit jedem beliebigen Text machen. Wir haben gerade eine Vektordatei eingeladen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Hello 3D World. So, das ist mein Text. Kann ich ein bisschen größer machen. Gebe dem Text vielleicht auch schon mal eine Farbe. So vielleicht. Okay. Jetzt habe ich hier meine Ebene aktiv. Das ist eine reine Vektortextebene. Und auch da könnte ich sagen, erstelle bitte eine 3D-Extrusion aus der ausgewählten Ebene. Da macht er genau das gleiche wie gerade, nur dass es sich aus einem Text zusammensetzt. Gut, wenn wir jetzt diesen Text haben und denken, naja, den könnten wir vielleicht noch editieren, dann können wir jederzeit auf das Original bearbeiten klicken und nehmen wir das World wieder weg, speichern und schließen. Und jetzt ist hier mein anderer Text weg. Das heißt, jederzeit könnte ich hier anderen Text schreiben. Ich aktiviere lediglich in der 3D-Ebene, das habe ich gerade nicht gesagt, mein Objekt. Das ist jetzt hier die Extrusion und kann dann hier sagen, Quelle bearbeiten. Dann öffnet er die eingebettete, das könnt ihr euch vorstellen wie ein Smart-Objekt, eine Textdatei und ich kann hier sagen, Hallo 3D World war doch schön. Nur möchte ich vielleicht. Wer schreiben kann, ist im Vorteil. World, so. Und möchte da vielleicht noch einen anderen Schriftsatz haben. Geht das eigentlich? Ja, das geht. So, und jetzt machen wir Steuerung S für Speichern und schließen das wieder. Und jetzt habe ich hier meine neue Extrusion. Und auch da kann man jetzt im Prinzip das Gleiche machen. Wir können unser Objekt rotieren. Das wäre dieses hier. Das mache ich mal rückgängig. Wir können aber auch einfach unsere Kamera rotieren. Dafür wähle ich das 3D-Objekt ab. Klicke so ein bisschen außerhalb und kann dann hier hingehen und sagen, jawohl, zoome ein bisschen näher ran. So, und dann habe ich das Gleiche. Und hier kann ich jetzt genauso Kanten abrunden und so weiter und so fort. Also, wir haben gesehen, wir können einmal aus einem Bild oder aus einem Vektorlogo, was ich importiert habe, eine solche Extrusion machen. Auch da könnte ich jederzeit hergehen und sagen, bearbeite doch bitte die Quelle. Wenn wir das machen, sind wir an dieser Stelle. Und hier haben wir jetzt zwar eine Pixeldatei, aber in der Pixeldatei haben wir hier ein Smart-Objekt. Und wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich Illustrator, hoffentlich. Wollen wir mal gucken, macht er das? Ja, er öffnet Illustrator. Oh, in dem Fall sogar CS5. Da ist meine Verknüpfung auf CS5 gegangen. Das ist natürlich. Böse. So, jetzt haben wir hier unser Vektorobjekt und ich könnte jederzeit hergehen und sagen, komm, hier machen wir mal eine andere Farbe hin. Jetzt würde gleich die Marketingabteilung von X-Rite auf mich draufschlagen, wenn ich hier einfach die Farbe des Logos verändere. Ich mache das jetzt mal so, sage Speichern und schließen. So, dann gehen wir hier zurück. Hier in Photoshop ist meine verknüpfte Illustrator-Datei aktualisiert und jetzt sage ich auch hier speichern und schließen und jetzt hoffe ich, dauert einen kleinen Moment, dass hier gleich eine andere Farbe auftaucht. Tut es das? Müssen wir vielleicht einmal neu rendern. Bum, 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 bum. Das hätte ich besser vorher mal ausprobiert. Ah, ich weiß warum. Denn für jedes dieser Flächen, die wir hier sehen, hat sich ein eigenes Material definiert. Und diese Materialdefinition hat sich aus dem ersten Bild erzeugt. Sodass, wenn wir hier mal durchklicken, sehen wir, hinten in dem Pantone ist es im Moment, dass dort das ist für das Pantone-Logo und hier haben wir die Extrusion, dann haben wir die Vorderseite mit der abgeflachten Kante. Das ist dieses hier. Da kann man
ein separates Material drauflegen und das generierte sich aus den ersten roten. Das ist jetzt leider, habe ich vorher nicht ausprobiert, hätte ich eigentlich gedacht, passiert, tut es nicht. Das müsste man jetzt hier die Materialien hier vorne dementsprechend neu in Rot anlegen. Wenn wir das von vornherein gemacht hätten, dass wir hier die, dass wir hier das Logo direkt rot eingefärbt hätten, wäre beim ersten Extrudieren hier auch tatsächlich eine rote Farbe aufgetaucht. Okay, das war jetzt aus einem Vektorlogo, aus einem normalen Text heraus. Wir haben noch weitere Möglichkeiten. Ich mache mal nochmal eine neue Datei. Und was können wir machen? Ich fülle mal diese Fläche hier mit einem kleinen Rauschen. Rauschen hinzufügen. Machen wir mal sowas hier. Bisschen grisselig. Und damit das gleich nicht ganz so heftig wird, machen wir das ein bisschen weicher. Ungefähr sowas hier. Jetzt könnte man aus diesem Schwarz-Weiß-Bild ein 3D-Objekt erzeugen. Heißt, Weiß bleibt, wo es ist und Schwarz geht nach oben. Gehen wir mal hin und sagen, mache bitte eine neue 3D-Ebene aus dieser Datei. So. Und jetzt haben wir ein 3D-Objekt. Ich drehe das mal. Das ist tatsächlich ein 3D-Objekt geworden. Da können wir sehen. Was sich anhand der Schwarz-Weiß-Information generiert. Damit könnte man, was weiß ich, Objekte generieren, die im Hintergrund irgendwie liegen. Ein ähnliches Verfahren gibt es auch bei der normalen 3D-Software, in Anführungsstrichen normale 3D-Software. Das wäre dann das sogenannte Displacement, wo man anhand eines Schwarz-Weiß-Bildes eine solche Verformung während des Renderns vornimmt, ohne dass man diese Geometrie tatsächlich modellieren müsste. Okay, also das ist auch eine Möglichkeit, ein 3D-Objekt zu erzeugen. Gucken wir uns noch eins an. Dafür brauche ich mal irgendein Bild. Mal eben gucken, was ich denn hier vielleicht für ein Bild finde. Ich bin... Was haben wir denn hier vielleicht für ein Bild? Warte mal, hier muss ich doch irgendwo eins liegen haben. So. Wir können ruhig nochmal hier das Logo nehmen. So, das wäre unser Bild. Und ich könnte sagen, mach bitteschön aus dieser eine Postkarte. Dann sieht das erstmal so aus, als ob gar nichts passiert wäre. Aber wenn ich rotiere, sehe ich, dass ich jetzt ähnlich wie so ein Bilderrahmen eine plane Fläche bekommen habe, die den Inhalt meiner vorhergegangenen Ebene hat. Damit könnte ich jetzt natürlich, die kann ich auswählen, die kann ich wieder skalieren, größer machen, kleiner machen. Damit könnte ich vielleicht so eine Art 3D-Collage von irgendwelchen Fotos machen, die vielleicht ein Stückchen weiter hinter sitzen. Dann brauchen wir das vielleicht nochmal. Jetzt das Stückchen weiter nach vorne. Machen wir das mal eben. So, haben wir ein zweites Objekt. Drehen das ein bisschen. Ups, wirklich nur drehen. So, ein Stück nach hinten. Drehen wir die gesamte Szene. Und jetzt sehen wir, aha, wir haben zwei dieser Objekte. Und das aus einer Planfläche heraus. Auch das ist die Möglichkeit, ein 3D-Objekt zu erzeugen. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen spannender. Das hier mache ich mal zu, das brauchen wir alles nicht mehr. Ich habe nämlich eine kleine Datei hier. Und zwar nehmen wir mal diese hier. Machen wir eben auf. So, was haben wir da? Gucken wir mal hier ein bisschen genauer hin. Hier stehen drei Flaschen auf einem Holzstumpf. Ihr ahnt es, das hier gehört natürlich nicht wirklich zum Foto, sondern das ist ein 3D-Objekt. Hier habe ich das fertige Bild, zu dem wir gleich kommen wollen. Und dann haben wir hier die finale 3D-Version, so wie sie gleich
erzeugt werden soll. Also, wie komme ich jetzt von hier nach hier? Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Wir haben in dieser Szene hier unsere Flasche liegen. Und können mit der einiges anfangen. Zum einen sehen wir hier in unserer Ebenenpalette, dass wir hier unten, ähnlich wie bei den Smart-Filtern zum Beispiel, die Möglichkeit haben, Eigenschaften, die ich dem 3D-Objekt zugewiesen habe, einfach auszublenden, um zu sagen, naja, zeig mir mal nur die 3D-Geometrie ohne die Texturen. Und die kann man sogar noch trennen, dass man sagt, nur auf diesem Bauteil hätte ich gerne das ausgeblendet. Und hier haben wir nochmal das Licht, was sich aus dem HDR zusammensetzt. All das können wir ausblenden und wir sehen hier direkt den Effekt. So, wie komme ich jetzt von einer zur nächsten Flasche? Besser gesagt, wie kann ich vielleicht sogar hier meine Flasche noch ein bisschen bearbeiten? Das gucken wir uns etwas genauer an. Denn vielleicht gefällt mir die Textur, die ich hier aufgebracht habe, gar nicht. Und ich hätte vielleicht gerne, dass wir die Textur da nochmal verändern oder dass ein anderes Muster da drauf soll, je nachdem, wenn sich der Designer gerade was anderes überlegt hat und die nicht mehr lila türkis sein soll, sondern kariert oder was auch immer, gucken wir uns an, wie man das bearbeiten kann. Als allererstes haben wir hier natürlich wieder unser Bewegen, Skalieren, Rotieren. Das haben wir gerade in dem anderen Beispiel schon gesehen. Und gucken wir erstmal, dass wir eine zweite Pulle daneben kriegen oder vielleicht sogar eine dritte. Wie machen wir das? Wir sind hier in unserer 3D-Palette und können sagen, mit der rechten Maustaste, ich hätte gerne entweder dieses vorhandene Objekt instanziert oder dupliziert. Wo ist der Unterschied? Ich gehe erstmal nur auf Instanzieren, so, und kann direkt dieses Objekt nehmen und rüberschieben. Jetzt sieht das so aus, dass wir zwei Pullen haben. Wo ist der Unterschied zwischen dem Instanzieren und dem Duplizieren? Wenn ich eine Instanz mache von dieser Flasche, ist alles, was ich auf der Ausgangsflasche verändere, auch automatisch auf der anderen Flasche zu sehen. Das heißt, das ist so eine Art Zwilling von der Hauptflasche. Wenn ich sage, nee, ich möchte aber die getrennt voneinander haben, dass ich vielleicht in meinem Rendering, in meiner Visualisierung gern zwei Varianten einer Flasche zeigen möchte, dann kann ich hingehen und sagen, jawohl, diese Flasche hier, da mache ich bitteschön ein Duplikat von. Ja, sieht auch so aus. Kann ich verschieben. Ich schiebe es noch ein Stück nach hinten. So vielleicht. Aber da sehen wir schon hier in diesen kleinen Symbolen, wir haben Flasche 1, Flasche 2, Flasche 3. Die Flasche 1 hier war eine Instanz von der ersten. Und da sehen wir hier, dass das Symbol so ein bisschen anders ist. Das heißt, an dem Symbol können wir erkennen, handelt es sich um eine Instanz oder handelt es sich um das Original. Schiebe ich das Original nochmal darüber und nehme die Instanz und schiebe die hier rüber. Was passiert jetzt, wenn ich diese Textur hier, dieses Graffiti-Spray auf der Flasche, bearbeiten möchte? Ich blende mal erstmal die anderen beiden Flaschen aus. Das können wir hier wunderbar machen. Das ist die Hierarchie innerhalb der 3D-Datei. Und da haben wir natürlich auch schon zugewiesene Materialien. Was können wir da machen? Ich könnte hier zum Beispiel sagen, blend mal die aus oder blend mal die aus. Also ist klar, Texturen können ein- und ausgeblendet werden. Jetzt möchte ich gerne diese Textur hier bearbeiten. Gehen wir mal hier drauf und sehen direkt hier in den Eigenschaften, dass sich hier eine Veränderung stattgefunden hat, denn je nachdem, welches Material ich wähle, entweder das Gelbe oben von dem Deckel oder aber hier von der Hauptflasche, kann ich hier sehen, es verändert sich was. Alle Eigenschaften des Materials kann ich also getrennt voneinander vornehmen. Bleiben wir mal hier auf dem unteren Bereich und gucken mal, was sich denn hier hinter verbirgt.
Da könnte ich mal hingehen und sagen, Textur bearbeiten. Da kommt ein neues Fenster. Das ist so ähnlich wieder wie ein Smart-Objekt. Und da drin habe ich ganz viele Ebenen. Unter anderem sehe ich hier so komische Linien. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist das sogenannte UV-Mesh. Das heißt, ihr könnt euch die Flasche so vorstellen, als würde sie abgerollt und platt gequetscht vor euch auf dem Tisch liegen. Wenn wir also dieses hier wie so ein Origami ausschneiden würden, außenrum, und dann einmal zusammenfalten nach hinten, kommen wir wieder auf die Form unserer Flasche. Heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur diese Ebene einblende und das wieder abspeichere, wir machen mal Folgendes, dass wir das nebeneinander sehen können. Zwei nebeneinander. Ja, wo ist unsere Flasche? Da ist sie. Schieben wir es mal ein bisschen hier rüber und die Palette an die Seite. Sehen wir schon, dass jetzt hier auf einmal in live abgedatet meine aktualisierte Textur zu sehen ist. Das heißt, dieses hier unten, diese schwarze Linie von dem UV-Mesh ist im Prinzip hier unten rum dieser Bereich der Flasche. Das hier oben ist der Hals, der sich hier oben befindet. Also je nachdem, wo ich jetzt hier diese Ebene hin und her schiebe, das kann ich jederzeit machen, die Ebene nehmen und hier verschieben, sehen wir direkt, wenn ich es einmal abspeichere, was hier auf der Flasche damit passiert. Ich schiebe das wieder zurück, speichere wieder ab und sehe, aha, da verschiebt sich was. Jetzt blende ich die nächste Ebene ein und sage wieder speichern, aha, dann passiert das hier. Ich kann die nächste Ebene einblenden, wieder speichern sagen und so kann mein Objekt hier texturiert werden. Denn alles, was wir hier machen, ist im Prinzip eine Textur, also ein Bild, was wir auf die Flasche drauf drehen. Gut, jetzt möchte ich da aber vielleicht ganz gerne noch ein bisschen was anderes mitmachen. Vielleicht möchte ich ganz gerne malen. Da gibt es zwei Möglichkeiten zu malen. Also das Objekt auswählen. So. Und ich könnte jetzt hier einfach einen Pinsel nehmen. Guck mal, was haben wir hier vielleicht für einen schönen Pinsel? Keine Ahnung, was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal den hier. Der sieht ganz witzig aus. Und jetzt kann ich zwei Dinge tun. Entweder direkt hier auf meiner Flasche malen. Das müsste ich natürlich mit etwas mehr Deckkraft tun. Ich übertreibe das jetzt mal mit 100% Deckkraft und nehme mal hier eine quietschige Farbe, damit wir das auch sehen können. Ja, ich male mit meinem Pinsel auf die Flasche. Direkt auf die Flasche. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich nehme mal einen Pinsel, der nicht so weit streut. Mal einfach hier nur so einen. Bisschen kleiner. Ja. Ich male mit dem Pinsel auf der Flasche. Und gleichzeitig können wir hier sehen, in dem Texturfenster, wie sich die Textur tatsächlich verändert. Denn letztendlich ist es nichts anderes, ob ich hier auf der Flasche male oder aber ob ich hier auf der Textur male. Denn auch da kann ich malen. Und wir sehen, auf der Flasche rechts im Fenster ist da dieser kleine weiße Strich, der über die Flasche drüber wandert. Also je nachdem, wo ich hier in meiner Textur zeichne, sehe ich direkt, was hinten auf meiner Pulle passiert. Alles, was ich jetzt mache, hier, da sehe ich im Moment nichts von. Warum? Weil sich das auf der Rückseite der Flasche befindet. Also, ich kann jederzeit mit einem Pinsel direkt auf meinem Objekt malen. Ich mache das hier alles mal wieder rückgängig, das ist ja fürchterlich verhunzt. Und könnte dieses Malen natürlich auch auf einer separaten Ebene machen und dann hergehen und weiter zeichnen, so, zack, zack. Und jetzt passiert das hier auf der separaten Ebene, die ich dann natürlich noch wieder ein- und ausblenden kann. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, ein solches Design von einer Flasche jetzt dementsprechend umzumodeln oder Varianten davon zu machen. So. Aber, und das ist wichtig nochmal zu wissen, was mit den Flaschen hier passiert. Wenn ich nämlich, ich schiebe es nochmal ein bisschen an die Seite, ein Duplikat gemacht habe, ist es was anderes, als wenn ich eine Instanz gemacht habe.
Das können wir insofern sehen, wenn ich hier mal eine Ebene ausblende und sie abspeichere, sehen wir die Veränderung jetzt nur auf zwei Flaschen. Diese Flasche hier ist eine Instanz von dieser Flasche. Und die Flasche, die hinten steht, ist ein Duplikat. Das heißt, die Texturen sind auch nicht mehr miteinander verknüpft. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr ein Smart-Objekt einfach nehmt und über Steuerung J die Ebene dupliziert, sind auch die miteinander verkoppelt. Wenn ihr ein Smart-Objekt separat haben wollt, dann müsste man hergehen und sagen, eine Kopie eines Smart-Objektes anlegen. Und so könnt ihr euch das hier auch vorstellen. Ich hoffe, das war so einigermaßen einleuchtend. Also jetzt machen wir mal hier bei dem das Lila weg, speichern das ab. Das heißt, diese Textur, die hier an den einzigen Stellen auch transparent ist, überlagert sich mit der eigentlichen Materialfarbe, die wir diesem Objekt gegeben haben. Und die können wir natürlich einsehen, und zwar hier oben. Das heißt, die Grundfarbe ist in diesem Fall blau und da drauf kommt diese Textur. Aber mal gucken, was passiert, wenn wir hier eine andere Farbe nehmen. Aha, kann man direkt im Live sehen. Meine Grundfarbe verändert sich, aber die Farbe des Aufklebers, den wir oben drauf gelegt haben, die Textur, die bleibt erhalten. Okay, soweit so gut. Damit hätten wir jetzt zwei unterschiedliche Flaschenvarianten, die eine so, die andere so. Ich schließe mal dieses Bild hier, sage ja, wir speichern das. Und jetzt hätte ich da ganz gerne noch ein Logo drauf. Wie machen wir das? Ich nehme jetzt mal nicht nur dieses P hier, sondern ich hole mal wieder hier unser altbekanntes X-Wide-Logo. Illustrator machen wir weg. Und das X-Wide-Logo haben wir da. Das ziehe ich mir hier rein und sage, na gut, das soll vielleicht, soll vielleicht von oben nach unten über die Flasche gehen. Deshalb drehe ich das mal hier um 90 Grad. Mache das ein bisschen kleiner und sage, naja, hier an der Stelle hätte ich vielleicht ganz gerne das Logo. Und was mich jetzt vielleicht ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass hier oben dieses Pantone so richtig groß ist. Ich möchte vielleicht nur das X-Wide-Logo haben. Marketingabteilung von X-Wide möge mir bitte verzeihen. Ich sage mal eben rastern und schmeiße hier das weg. Nehme unser normales X-Wide-Logo, schiebe das mal hier hin und sage, so, da wäre es schön, wenn es wäre. Aber das ist ja noch nichts zusammen hier. Das ist ein freischwebendes Objekt und jetzt muss ich das irgendwie damit verknüpfen. Nichts leichter als das, denn es gibt ja einen Ebenenbefehl, den ihr alle kennt, der da heißt, mit darunterliegender Gruppe Ebene verknüpfen oder verbinden. Ja, mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren. Wenn ich das mache, passiert das. Jetzt ist hier dieses X-Wide-Logo leider auf die hinterste Ebene gegangen. Das heißt, wir müssen uns das hier mal etwas genauer angucken, wo denn das jetzt hingekommen ist. Da hätte ich vorher, bevor ich das mache, Entschuldigung, das ist mein Fehler, in dieser Textur diese Ebene aktiv haben sollen. Jetzt müssen wir das hier nochmal rückgängig machen. Das war eindeutig mein Fehler, entschuldigt bitte. Wir gucken uns hier noch einmal die Textur an, denn alles, was ich jetzt gleich hier mache, mit diesem X-Wide-Logo, würde in einer Ebene passieren, die hier in der Textur aktiv ist. Und das sollte natürlich die transparente Ebene sein, die ganz oben drauf liegt. Und deshalb aktiviere ich die jetzt, speichere und schließe das Bild und sage jetzt noch einmal mit darunterliegender Ebene auf die mit der darunterliegenden Ebene auf eine Ebene reduzieren. Und jetzt sollte eigentlich die Textur zu sehen sein. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Warum nicht? Alles live. Das verstehe ich gerade nicht. Okay.
Irgendwas stimmt hier gerade mit meinem Photoshop nicht. Ich mache kurz Folgendes. Wir schließen das einmal und machen die Datei nochmal auf. Sorry, ich weiß nicht genau, woran das jetzt liegt. So, das sieht schon besser aus. Irgendwo scheint eine Taste gedrückt zu werden, die hier nicht das macht, was ich gerne hätte. Keine Ahnung, welche Taste das gerade ist. Einmal Photoshop schließen. Sorry. Und Cinema machen wir auch mal eben einmal zu. Und Illustrator machen wir auch einmal zu. Und dann öffnen wir die Datei nochmal. Und ich hoffe, dann ist das hier mit der hängenden Taste weg. So, da haben wir es. Mal gucken, ob er mich das jetzt wieder machen lässt. Nee. Seht ihr, wenn ich nur mit der linken Maustaste drücke, ist es so, als ob ich die Alt-Taste gedrückt halten würde. Ich halte die Alt-Taste aber gar nicht gedrückt. Irgendwie scheint mein Rechner sich da gerade ein bisschen aufzuhängen. Nichtsdestotrotz kann ich euch hier vielleicht zeigen, was ich eigentlich vorgehabt hätte. ich hätte die, das ist wirklich fürchterlich, ich hätte die Vektor-Logo-Datei, diese hier, das ist dieses P, was, mal gucken, was passiert denn, wenn ich die Alt-Taste gedrückt hatte. Nein. Dieses P kann man über diesen Befehl, den ich euch gerade genannt habe, auf die Hintergrundebene, auf die sichtbare, auf eine Ebene reduzieren, auf die Textur der Flasche übertragen und damit hätte ich dann im Endeffekt das P auf der Textur liegen und könnte die auch nachträglich wieder verschieben und bearbeiten. Schade, dass das jetzt hier irgendwie nicht mehr geklappt hat. Bitte seht mir das nach. Ich kann noch nicht mal mehr über die Tastatur rein und raus zoomen. Das ist alles ein bisschen doof hier. Test, Test, Test. Jetzt könnt ihr mich vielleicht wieder hören. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Jetzt könnt ihr mich wieder hören. Wunderbar. Irgendwie scheint mein Rechner hier gerade ein bisschen definitiv rumzuspinnen. Ich kann hier noch nicht mal mehr meine einzelnen Ebenen alleine einklicken. Das ist direkt immer so, als wenn ich die Alt-Taste drücken würde. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch das Problem auch schon mal gehabt. Vom Prinzip her bin ich jetzt eigentlich auch durch mit dem, was ich in dieser Stunde hätte zeigen können. Fühlt euch frei, mir per E-Mail zum Beispiel noch Fragen zu stellen oder ich weiß nicht, ob ihr im Chat das eine oder andere gepostet habt.
Ihr könnt mich erreichen unter info@andreasmoos.de. Für Fragen, die ihr jetzt bezüglich des Webinars noch habt, bitte gerne. Ansonsten gibt es weitere Infos natürlich zu den X-Ride-Webinaren, wozu wir ja auch einige schon gemacht haben, auf der Webseite xridephoto.com. Und ich darf nochmal hinweisen, wir treffen uns, wenn ihr mögt, wieder am 20.02. Das ist, glaube ich, dann nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und da werden wir uns befassen mit den Möglichkeiten, Objekte bzw. Ebenen ineinander überzublenden. Wir werden uns hier über die Blend Modes unterhalten. Das ist ein ja, mächtiges Feature, was Photoshop zur Verfügung stellt, das eine Objekt in das andere zu überblenden. Also am 20.02. gibt es dazu nochmal eine Session. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Und ich hoffe, ihr seht mir nach, dass das mit meiner Alt-Taste hier gerade irgendwie auf meiner Bluetooth-Tastatur nicht mehr ganz funktioniert hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen bzw. hören und wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und dann bis nächste Woche um diese Zeit. Macht's gut. Ciao.